Es geschah vor 1,5 Jahren, genau am 28. Mai vergangenen Jahres, dass ein damals 19-Jähriger mit seiner Cessna neben dem Roten Platz landete. Es war in der Sowjetunion der Tag der Luftwaffe. Und deren Chef musste daraufhin genauso gehen wie der Verteidigungsminister. Und während die einen von einem Husarenstück sprachen, sagten andere, das war bodenloser Leichtsinn. Den Piloten hat das Unternehmen mehr als ein Jahr Gefängnis in Moskau gekostet. Hereingekommen ist ein schönes Honorar einer Illustrierten. Zum ersten Mal bei uns in der Sieste, herzlich willkommen, Matthias Rust. Also, Sie sehen viel besser aus als auf den Fernsehbildern noch vor ein paar Monaten. Haben Sie sich erholt, vor allen Dingen erholen müssen nach dem Gefängnisaufenthalt? Müssen sicherlich nicht, aber erholt habe ich mich, ja. War es doch eine harte Zeit oder nehmen Sie das im Nachhinein relativ locker? Sicher, im Vergleich zu dem Alltag ist natürlich verhältnismäßig schwieriger, aufgrund eben der Bewegungseinschränkungen, das doch sehr, sehr bedeutet, was man als normaler Mensch, wenn man die Bewegungsfreiheit hat, gar nicht so registriert. Ich kann gehen, wohin ich möchte und jetzt, wenn man eingesperrt ist oder war, merkt man auch, wie sehr wichtig das Ganze ist. Anderthalb Jahre lang war das Ganze ein Riesenmedienereignis und doch ist sehr oft die erste Frage der Leute, stimmt das wirklich, was dann zum Teil zu lesen war, was die Motive für diese Mission, wie Sie es genannt haben, waren? Können Sie noch mal sagen, warum haben Sie das überhaupt gemacht? Lagen, dass mir diese praktisch einsetzen wollen. Ich zeige Gorbatschow, dass er am besten Land in der Achtung sind dann ohne Hintermänner. Ich bin zu ihm, um ihm den Rücken zu stärken, um zu zeigen, seinen Gegnern, dass auch der Westen interessiert ist. Ist das nicht etwas naiv, weil für solche Politik im Allgemeinen die Politiker und es kann nicht jeder über Mauer und Stacheldraht hinweg marschieren oder auch irgendwelche Lufträume verletzen und dann sagen, ich schaue mal kurz bei dem vorbei. Wir sehen ja, dass unsere Politiker sich festgefahren haben zu dem Zeitpunkt und wenn wir nichts tun, was soll sich ändern? Wie sollen wir eine bessere Beziehung bekommen? Wenn nicht irgendeiner, egal auch wenn es am Anfang naiv scheint, einen Schritt tut, ob nun was bewirkt wird oder nicht. Ist so gesehen Ihre Mission dann angegangen, weil Herr Gorbatschow war ja sowieso zu der Zeit in Ost-Berlin? Nein, würde ich nicht sagen. Was nun genau durch diesen Flug bewegt wurde oder ob etwas bewegt wurde, das kann ich nicht sagen. Dafür fehlen mir die Informationen, aber geschadet hat es auf keinen Fall, der Perestroika Glasnost. Wenn, war es förderlich, aber ich weiß es nicht, aber geschadet hat es nicht. Meinen Sie förderlich, in sehr dankbar, dass Sie dieses Husarenstück sich da geleistet haben, weil er dadurch immerhin den Chef der Luftabwehr und den Verteidigungsminister, die ihm bei der Perestroika etwas im Wege waren, entlassen konnte? Wie gesagt, wie Sie schon sagten, ist das Militär natürlich immer sehr träge gewesen, ganz speziell in der Sowjetunion. Und durch die Deplatzierung der beiden Köpfe der sowjetischen Verteidigung kann es schon sein, dass dadurch natürlich die Perestroika und die Glasnost zusätzlich vorangetrieben wurden. Was machen Sie heute? Nun, zurzeit bin ich noch dabei, mich zu rehabilitieren, mich wieder in das Alltagsleben einzufühlen. Also ich ruhe mich aus und dann reite ich auch jetzt sehr viel. Ich habe mir vor einiger Zeit ein eigenes Pferd zugelegt. Und das ist an und für sich das, was ich jetzt tue. Jetzt habe ich einen Antrag auf Zivildienst gestellt, also Wehrdienstverweigerer. Und da warte ich jetzt, ob das anerkannt wird oder nicht. Das wird also meine nächste Tätigkeit dann sein. Dürfen Sie im Moment fliegen? Nein, die Lizenz lief sowieso am 11. August dieses Jahres, verfiel sie. Und seitdem habe ich keinen Erneuerungsantrag gestellt, weil die Behörde, als ich mich erkundigt, doch sehr suspekt war und nicht so sicher wusste, was sie tun sollte. Dann gibt es auch einen Paragraphen. Das ist an und für sich ein Gummiparagraphen, der beinhaltet die, oder der beschäftigt sich mit der Zuverlässigkeit des Privatpiloten. Und da kann man wieder hin und her ziehen, juristische Schritte einladen, man weiß nie genau, was jetzt genau kommt. Also ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, ob ich die Lizenz zurückerstattet bekomme oder ob sie vollkommen suspendiert ist. Wie reagieren die Leute auf Sie? Kriegen Sie da eher Zustimmung oder sagen doch manche, das hätten Sie nicht machen dürfen? Nun, wenn ich angesprochen werde, denn nur positiv. Meine Gegner, meine Kontrahenten
habe ich an und für sich noch, ist mir noch niemand begegnet, der mir also richtig die Leviten gelesen hat, wie man so sah, wenn man so sagen kann. Also richtige Gegner sind mir noch nicht begegnet. Ne? Natürlich im Gesprächen ergibt sich manchmal gegensätzliche Meinungen. Aber dann meistens nur aufgrund der einseitigen Presseerklärung eben, dass die Abenteuer in Forderung gestellt werden. Dass zwei Minister oder ein Minister und der Verteidigungschef deplatziert wurden. Das ist natürlich immer, sie haben die Leute brotlos gemacht. Das andererseits muss man sagen, die sind auch weiterhin versorgt, die sind also jetzt nicht brotlos. Ja, das ist wohl kein Problem. Ne? Ihre Garage haben Sie neu streichen müssen, oder? Ja, bei unseren Nachbarn wurden die Garagen nachts überspritzt am zweiten Tag. Da stand dann drauf, Rust, Fly to Siberia, egal wie man das jetzt interpretieren möchte, das weiß ich jetzt nicht. Sind Sie nicht etwas naiv in dem, deswegen, weil Sie ja eigentlich hätten damit rechnen müssen, abgeschossen zu werden? Nun, ich habe auf die neue Politik von Gorbatschow vertraut, diese Öffnungspolitik, dass man in diesem Fall sich einen Abschuss nicht leisten würde, weil das der genauen, der Angebote im Westen gegenüber entgegensprechen würde. Halten Sie sich eigentlich für einen Kriminellen? Nun, nach dem sowjetischen Gesetz bin ich ein Straftäter und somit ein Krimineller. Wie man das nun im Allgemeinen sehen kann, wie ich das sehen kann, ich weiß es nicht. Jetzt gibt es viele Leute, die Ihnen damals übel genommen haben, die Vermarktung. Dass Sie also mit einer Illustrierten einen Vertrag gemacht haben, auch weitgehend den elektronischen Medien entzogen worden sind. Hat sich das im Nachhinein für Sie gelohnt? Ich meine das jetzt nicht nur materiell. Ich würde sagen, es hat sich nicht gelohnt. Weil wir durch diese Exklusivität sehr viel Kritiker erworben haben, sehr viel Gegner und somit die Presse gegen uns aufgestachelt haben. Das Honorar, was da gezahlt wurde, ist minimal. Wir haben jetzt Anwaltskosten von über 35.000 Mark zu erstatten. Das können Sie davon abziehen. So wie noch andere Beratungskosten und vom Club auch noch. Also es bleibt wirklich nicht viel über. Ist denn wenigstens Ihre Geschichte, Ihre Motive, Ihre Gefühle, sind die so dargestellt worden, wie Sie sich das erhofft haben, beziehungsweise wie es tatsächlich war? Nein, bedauerlicherweise nicht. Das hat der Stern auch nicht getan. Wir haben da am Abend ein mehrstündiges Interview gegeben. Und es wurde leider nur das geschrieben, was eben nicht wesentlich war. Es war also ein sehr gutes Interview mit sehr viel Emotionen gewesen, wie ich wirklich abgespielt habe. Der Stern hat gebracht, ich flog erster Klasse, weil hinten die Aussiedler saßen. Aber ich konnte nicht zweite Klasse fahren, weil die zweite Klasse voll waren. So musste ich notgedrungen erste Klasse fliegen. Ne? Mhm. Ein Punkt. Denn ich las nur Perioden. Zwei Bücher habe ich gelesen, um mal ein wenig abzuspannen. Damit der Rest war Philosophie, Technik, Wissenschaft. Das ist einseitig dargestellt worden. Halten Sie sich eigentlich eher für intelligent durchtrieben oder für wohlmeinend naiv? Nun, es ist immer sehr schwierig zu sagen, dass man intelligent ist. Man ist es auch wieder einseitig für eine Person selbst zu sagen, man ist naiv. Ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der auf der Suche ist, sich so weit zu bilden und dieses Wissen, was man erworben hat, auch in die Tat umzusetzen. Haben Sie eigentlich Freunde in der Sowjetunion gewonnen? Ja, wir haben Freunde gewonnen. Nicht nur unseren Verteidiger natürlich, wir haben auch gute Kontakte, wenn ich das so sagen kann, zu den Untersuchungsrichtern des KGB, selbst zu den Leitern des Isolates, wo ich war, des Gefängnisses, aufgebaut in der Zeit. Richtige freundschaftliche Verhältnisse, dass ich manchmal geglaubt hatte, dass, wenn man das Umfeld vergessen hätte, ich wäre zu Hause gewesen. Und die haben auch selbst immer gedauert, wenn dieses Ganze nicht so gewesen wäre, man hätte mich freilassen können. Wenn man nicht dadurch dein Gesicht verloren hätte praktisch. Wenn man dadurch nicht andere Täter zu einer Wiederholungstat hätte animieren können. Fliegen Sie irgendwann nochmal in die Sowjetunion? Ich meine jetzt Linie. Ich hoffe, dass mir ein Visum irgendwann mal erteilt wird. Wenn die Zeit gekommen ist, fliege ich natürlich wieder zurück, ja. Was werden Sie in nächster Zeit machen? Man kann doch nicht ewig von dem Namen Matthias Rust und dieser einen Tat leben. Sie müssen doch auch wieder mal Boden unter den Füßen kriegen, einen normalen Beruf ausüben. Also Beruf weiß ich noch nicht. Ich will jetzt mit den Zivildienstleistern, wenn das geht, oder den Wehrpflicht. Aber was ich eine ganz große Idee habe, ich möchte ein Feriencenter gründen, aufbauen. Und diesem Feriencenter kann man sowjetische Familien einladen und damit können unsere Bevölkerung diese sowjetischen Bürger kennenlernen. Wenn Sie das verstehen, nicht? Ich verstehe das schon so, nur ich glaube, dass auch da wieder der Vorwurf auftauchen wird, dass Sie sich da für Ihre Verhältnisse etwas zu weit vorwagen und, sagen wir mal, in einer gutwilligen Naivität da irgendetwas übers Knie brechen, das auch schon andere vor Ihnen nicht geschafft haben, die das vielleicht sogar noch ein Stück besser durchdacht haben. Nun, es hängt, unsere Gesellschaft lebt von Individualisten. Ob diese Individualisten nun ihre Tat, ihr Ziel auch wirklich erreichen, das sei dahingestellt. Aber wir benötigen sie, damit wir die Konformität unserer Gesellschaft, damit wir entgegenwirken. Heißt das als Fazit, Sie würden eigentlich diesen Flug so noch einmal machen? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das, wenn die gleiche Motivation voraussetzt, die gleichen Bedingungen, ich komme wirklich in Schwierigkeiten darauf, eine eindeutige Antwort zu geben.
Also Sie würden das für die Zukunft nicht ausschließen, eventuell das sogar noch mal zu wiederholen? Nein, wiederholen auf keinen Fall. Ich meine, von der Ursache ausgegangen, vom Ursprung, wenn die Tat noch nicht geschehen ist. Ich wüsste es nicht, ob ich das noch mal wiederholen würde. Aber eine Wiederholung aufgrund der geschehenen Tat ist ausgeschlossen. Herr Rust, ich danke Ihnen herzlich für den Besuch und hoffe, dass Ihnen künftig jede Bruchlandung, egal wo, erspart bleibt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.